I wouldn't say I'm always a captain. You know, I might have different roles at the team at times. Ich traue mich jetzt auch mehr, wie Manu gesagt hat. Wenn man ein bisschen schon Leistung gezeigt hat, dann kann ich auch was sagen. Wichtig ist, dass wir auch alles offen ansprechen, offen kommunizieren und immer miteinander reden. I don't think there is a recipe or a specific leadership style I would call myself. It really depends on the situation. Sometimes you need to be a coach, sometimes you need to delegate. Most of the times I try to find solutions together with my team, and together then we define what's the next step. When Audi AG came up with a new strategy, Vorsprung 2030, we also had to start again, think about, okay, what implications might it have? Does our strategy still fit? Does it not fit? And, you know, you make adaptations and changes as you go. Jeder hat ja irgendwo seinen individuellen Stil, das ist auch klar. Es gibt da ja kein Schema F, was dann angewandt wird, sondern man braucht mit Sicherheit auch ein hohes Maß an Empathie. Wir sind alles ja, ein kunterbunter Haufen, ein Zusammenschluss von ganz vielen verschiedenen Kulturen, Persönlichkeiten, die sich gemeinsam committen, eine Sache zu supporten. Und mit Manuel Neuer haben wir einen Kapitän, der das perfekt vorlebt, den du nie wirklich laut wahrnimmst, aber immer dann, wenn du ihn brauchst, hat er ein sehr, sehr gutes Gespür dafür und ist für dich da. Wir profitieren voneinander, wir helfen uns, wir coachen uns und ich bejubel auch jeden gehaltenen Ball. Wenn wir zum Beispiel Flankentraining machen und lob meine Torwartkollegen, wenn die gute Saves haben, dann ist wirklich wichtig auch, dass wir uns gegenseitig pushen, dass wir versuchen immer das Niveau einfach hochzuhalten. I always say, like, no matter if you play in defense or in offense, you know, even the forward needs to help to defend, and the defender can also score goals. And I think that's the strength of a team, and that makes a difference of having maybe the best individual players versus having the strongest team. And I always believe that the strongest team will win, not the team with the best players. Wie das erste Training habe ich mich ganz wohl gefühlt. Die haben mit mir geredet, gesagt, ich soll mich trauen, Sachen zu probieren und so. Und ja, ich konnte einfach mein Spiel spielen, ohne so viel zu denken. Ich war trotzdem immer noch nervös, aber ich habe mich echt wohl gefühlt. Ja, heutzutage zeichnet ein Führungsspieler aus, das Verständnis zu haben für die Mitspieler. Immer in jedem Moment einfach versuchen, einfach zu kommunizieren, auf andere zu hören. I think important is that we all are leaders at times, depending on the situation we are in, independent from roles or position. Leadership, it's always about people. It's not about yourself, it's about the people. So you're willing to step outside of your comfort zone, try new things, also maybe fail sometimes and get up again. I think that's also important. That's what we call progress at Audi.